Wir können das heute wahrscheinlich in letzter Konsequenz noch nicht beantworten, weil diese Fahrzeuge ja brandneu sind. Wir sehen hier das erste Fahrzeug, das jetzt wirklich in der Schweiz auf den Straßen herumfährt. Insofern hat aus unserer Sicht eine wirklich öffentliche Diskussion zu den Vor- und Nachteilen eines solchen Fahrzeugs noch gar nicht stattgefunden. Wir wollen mit unseren Piloten einen ersten Beitrag dazu leisten, eine solche Diskussion, die wir für unheimlich wichtig erachten, auch in Gang zu bringen. Wir haben selber diesen Versuch in Berlin ja nicht begleitet. Wir sind mit der Firma Autonomous und der Freien Universität Berlin seit circa 5 Monaten im Gespräch. Für uns war es natürlich wichtig, erstmal zu sehen, wie wird das Fahrzeug eingesetzt. Wir wissen, dass es circa 80.000 Kilometer zurückgelegt hat in Berlin. Es hat keinen Unfall gegeben, keine kritische Situation, die in irgendeinem Schaden, sei es Personenschaden im schlimmsten Fall oder Sachschaden geführt hat. Das ist sehr, sehr positiv. Es ist aber natürlich auch ein Versuch in einer sehr geschützten Umgebung. Zwei Fahrer, die konstant dabei sind. Insofern wird auch sehr viel für Sicherheit getan. Wir sehen zum einen, dass das Fahrzeug an sich autonom agiert. Das heißt also auch, wenn die Datenverbindung heute abreißt, ist das Fahrzeug an sich in der Lage, mit den gegebenen Sensoren und der Elektronik weiterzufahren. Es hat circa ein Spektrum von 70 Metern, in dem die Sensoren sicher agieren. Und das ist für uns ein hoher Sicherheitsaspekt. Das Fahrzeug an sich ist von der Konnektivität erstmal unabhängig. Wir sehen aber einen deutlichen Mehrnutzen für den Verkehr der Zukunft, wenn diese Fahrzeuge untereinander, miteinander kommunizieren können. Ein konkretes Beispiel: plötzlich auftretende Stausituationen auf den Autobahnen kennen wir, führen zu Wellenbewegungen entlang der Autobahn. Und wenn die Fahrzeuge miteinander kommunizieren können, können sie natürlich ganz anders darauf reagieren und solche Wellen vielleicht auch vermeiden. Die Fahrzeuge, die Sie jetzt hier sehen bei uns, kommunizieren unter anderem noch nicht, untereinander noch nicht. Das heißt ganz konkret, das Fahrzeug wird es dann sehen, wenn die Sensoren in die Nähe kommen. Die Vision von uns ist aber natürlich genau, dass so etwas passiert. Das heißt, ein Unfall, der entsteht, wird weitergemeldet, vollautomatisch an die nachfolgenden Automobile, die letztendlich Umwege berechnen, übrigens noch intelligent berechnen, also nicht alle die gleiche Umleitung, sondern vielleicht 30% die eine Umleitung und die anderen eine andere Umleitung und wir so intelligent gesteuert Verkehrsoptimierung betreiben können. Lassen Sie mich zwei Situationen schildern. Wir hatten in unserer Kalibrierungs- und Testrunde tatsächlich eine Situation, dass starker Wind aufgekommen ist und das am Fahrbahnrand befindliches Gras geneigt hat in die Fahrbahn hinein. Das Auto ist dem ausgewichen. In einer anderen Situation war auf der rechten Seite allerdings ein anderes Fahrzeug, was dazu geführt hat, dass das Fahrzeug eine Vollbremsung ausgeführt hat, weil es heute nicht unterscheiden kann, ob das weiches Gras ist oder ein Tier zum Beispiel. Und das war für uns sehr interessant, hieraus zu lernen, wie erkennt das Fahrzeug und so weiter. Die Fahrzeuge sind heute nicht mit künstlicher Intelligenz ausgestattet. Er erkennt nicht, ob es ein Kind ist. Er erkennt heute nicht, ob ein Motorradfahrer neben Helm aufhat oder nicht, was auch ein interessantes Merkmal wäre. Das, denke ich, wird die Zukunft bringen. Und wenn wir in 10, 15 Jahren vielleicht so weit sind, dass wir sicher solche Fahrzeuge in Städten verwenden können, dann bin ich überzeugt davon, dass wir sehr viel mehr künstliche Intelligenz haben werden. Heute ist es ja so, dass Sie so ein Fahrzeug ohne eine Sonderbewilligung mit hohen Auflagen gar nicht führen dürfen. Grundsätzlich, das Wiener Abkommen heißt, Sie haben die Hände am Lenkrad zu haben. Insofern wissen wir heute, dass sich die Gesetzgebung sehr intensiv mit der Frage beschäftigen wird. Wir wissen, in den USA gibt es eine Reihe von Gliedstaaten, die heute autonomes Fahren zulassen. Nevada zum Beispiel, Kalifornien. Hier in der Schweiz ist diese Gesetzgebung noch in der Mache. Ich kann Ihnen heute nicht beantworten, was wir in 20 Jahren sehen werden. Ich bin aber überzeugt, dass es eine Zwischenphase geben wird, eine Phase, wo wir mit solchen Autos fahren können, immer noch aber verpflichtet sind, das Fahrzeug jederzeit selber sicher lenken zu können und demnach auch eine Fahrprüfung haben werden. Also dieser Prototyp hat natürlich deutlich mehr Sensoren, die ganz andere Dinge digital messen können, die ein heutiges Fahrzeug heute noch nicht kann. Wir sind bei der Vermessung der Digitalkarten auf Zentimeterbereich oder so noch tiefer.
Wir messen mit Lasertechnologie rundum. Wir haben Radarsensoren. Das haben zum Beispiel heutige Fahrzeuge auch schon mit intelligenten Abstandswarnsystemen zum Beispiel ausgestattet. Also wir verbauen heute Komponenten, die Sie bei jedem modernen Auto auch finden können, gehen aber mit spezifischen Sensoren deutlich weiter. Unser heutiger Prototyp ist noch nicht redundant ausgestattet. Wir haben das aber vorher im Vortrag gehört, dass es so sein wird, dass wenn wir in Zukunft wirklich nicht am Steuer sitzen, sondern vielleicht im Sitz umgekehrt in einer Diskussion mit drei anderen Fahrgästen verbucht sind, dass wir die Kernsysteme alle mehrfach redundant ausgelegt haben werden. Das ist eine ganz spannende Frage, weil wir hatten in der Tat bei der Kalibrierung eine Situation, wo hier vorne auf dem Platz aus der Seitenstraße mit sehr hoher Geschwindigkeit ein Velofahrer rauskam, den wir saßen auf der Rückbank, sehr spät gesehen haben. Und zwar eigentlich erst, als das Auto eine deutliche Bremsung ausgeführt hat, weil der Sensor des Autos, der Laser, das Rad deutlich früher erkannt hat als wir. Also in dieser Situation vorbildlich.